Ja, hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Vorlesungsreihe Einführung in radikale Philosophie. Wir hatten begonnen letzte Woche mit Aristoteles. Heute machen wir weiter mit Thomas Hobbes. Das ist zeitlich ein Riesensprung und erweckt den Anschein, dass zwischen diesen beiden Philosophen nichts passiert ist, was so vielleicht nicht stimmt. Allerdings ist das ein sehr schöner Sprung, weil sich hier zum einen Thomas Hobbes ein Philosoph ist, der sich sehr stark auf Aristoteles bezieht und sich von Aristoteles und von dem aristotelischen System des Denkens abgrenzen will. Und andererseits vollzieht sich hier ein Bruch, der nachher in der Philosophie sehr bedeutend wird, nämlich der Bruch der antiken Welt und der Moderne, also in dem eben jetzt Philosophen oder andere Intellektuelle sich zu einer der beiden Welten bekennen. Und Thomas Hobbes ist einer der Denker, der sich sehr deutlich zur modernen Welt und gegen die antike Welt bekennt. Der Vortrag trägt den Titel Der Staat More Geometrico. Das ist so geplant worden, dass ich eine Vorlesung halte, die Hobbes als Naturphilosophen vorstellt und von dieser Idee der Naturphilosophie zum Staat, zum politischen Denken voranschreitet. Dieses Versprechen, was ich in der Ankündigung gemacht habe, kann ich nicht ganz einlösen. Das hängt damit zusammen, dass zum einen die Zeit nicht ausreicht, es innerhalb einer Vorlesungssitzung das Thema zu erläutern. Zum anderen hängt es damit zusammen, dass ich die Zeit auch nicht aufbringen kann, die ganze Vorarbeit zu leisten, die dazu notwendig ist, weil ich leider ein Lohnabhängiger bin und wie Emanuel Seitz das letzte Woche ausgeführt hat, im Grunde noch ein Sklave und damit der Freiheit anderer Menschen verpflichtet. Thomas Hobbes, der Staat More Geometrico. Dieses More Geometrico ist eine Formulierung, die Hobbes selbst so nicht benutzt hat. Es heißt übersetzt nach Art der Geometer. Diese Formulierung hat Spinoza benutzt für seine Ethik, die Ethik nach Art der Geometer. Das bedeutet also, dass die Ethik so behandelt wird, wie Euklid in den Elementen die Geometrie behandelt hat. Und das bedeutet eben, Axiome aufzustellen, Prämissen aufzustellen, aus ihnen Sätze zu schließen und aus diesen Sätzen auf weitere Sätze zu schließen. Und das alles in streng logischen Vorgehen und nach dem deduktiven Prinzip. So versucht also auch Thomas Hobbes, eine Philosophie zu entwickeln, eine Systemphilosophie, die von ersten Prinzipien, von ersten Setzungen aus deduktiv voranschreitet zu den komplexeren Dingen. Hier sind also die Lebensdaten von Hobbes einmal eingefügt. 1588 bis 1679 in einer Epoche, die man in der Geschichte die frühe Neuzeit nennt, oder vielleicht die Renaissance. Ich habe hier zwei Bilder angefügt von Hobbes. Auf der linken Seite, also ein Bild, auf dem er schon recht alt ist. Also wer das schnell zusammenrechnen kann, von Lebensdaten her, Hobbes ist unglaublich alt geworden, 91 Jahre alt, was sehr zu seiner Zeit sehr unüblich war und ihm auch die Bewunderung vieler Leute eingebracht hat. Auf der linken Seite sehen wir also diesen alten Hobbes, 9 Jahre vor seinem Tod. Das ist das Bild, wie Hobbes bekannt wurde. Es gibt mehrere Gemälde, die alle irgendwann um diese Jahre sind. Ich glaube, dieses 1670 angefertigte Bild, ich bin mir nicht sicher, gehörte der Royal Society. Es könnte sein, dass er ein etwas früheres Bild war. Die Royal Society wurde, glaube ich, 1661 gegründet. Ähm,
Genau, man kennt ihn so mit seinem Musketierbart, mit seiner Glatze und seinen grauen Haaren. Sein Biograf John Aubrey hatte das so beschrieben in so einer Anekdotensammlung, John Aubrey Brief Lives, die ich also sehr empfehlen kann, wenn man sich über Persönlichkeiten aus dieser Zeit belesen will. Und der Eintrag zu Hobbes ist sehr unterhaltsam und auch einer der längsten Einträge. Hängt damit zusammen, dass John Aubrey ihn persönlich gekannt hat und aus demselben kleinen Dorf kam wie Hobbes. Deswegen hat er ihn sehr bewundert und etwas mehr über ihn geschrieben als über andere Leute. Genau, dort beschreibt er zum Beispiel, wie Hobbes eben wenig Eitelkeit besaß seiner Glatze gegenüber, was Aubrey wohl für erwähnenswert hielt. Ich nehme an, weil das zu seiner Zeit nicht üblich war. Also er beschreibt, wie Hobbes also auch ohne Hut aus dem Haus gegangen ist. Das Einzige, was ihn daran gestört hat, war, dass wenn er zu Hause abends Bücher las, ihn die Mücken auf den Kopf gestochen haben. Auf der rechten Seite sehen wir ein Bild von Isaac Fuller. Ich konnte das Jahr nicht ermitteln. Vielleicht weiß jemand, wann das gemalt wurde und kann es mir vielleicht diese Information zukommen lassen. Ich habe dafür keinen Eintrag gefunden. Das ist ein sehr unbekanntes Bild von Hobbes. Hobbes sieht darauf etwas korpulenter aus und mit vollem Haar. Jünger, ich glaube, es besteht aus der Zeit, also als Hobbes hat als Hauslehrer gearbeitet, als er die Grand Tour mit seinem Zögling gemacht hat. Ich muss hier kurz unterbrechen, weil ich ein Geräusch gehört habe. Nee, alles gut. Genau. Zu dieser Zeit war Hobbes wenig bekannt. Bei Hobbes haben wir es mit einem Menschen zu tun, der erst spät zur Reife gekommen ist. Bevor er 40 Jahre alt war, hat er sich so gut wie nicht mit Philosophie beschäftigt und auch nicht publiziert. Er kam aus recht, also aus ärmlichen Verhältnissen, kann man sagen. Sein Vater war Laienpriester. Er hat durch seinen Onkel, der selbst keine Kinder hatte, dann eine Ausbildung in Oxford finanziert bekommen. War wohl ein talentierter junger Mann, hat dort alte Sprachen gelernt. Seine ersten Werke waren auch Übersetzungen, keine eigenständigen Werke. Er soll wohl auch Gedichte geschrieben haben, was stilistisch also auch ganz gut auf der Höhe. Seine Übersetzungen, die bekannten erhaltenen Übersetzungen sind also eine Übersetzung des Homer, sowohl die Ilias als auch die Odyssee und ein Werk, wovon ich vermute, dass er einflussreich auf Hobbes gewesen ist, nämlich der griechische Krieg von Thukydides. Warum ich glaube, dass das sehr einflussreich war, ist einfach ist also der Begriff der Macht, den Hobbes benutzt oder den Hobbes entwickelt. Und ich glaube, dass er sehr ähnlich dem des Thukydides eigentlich ist oder also sehr viel daraus gezogen hat aus der Erfahrung dieser griechischen Kriege. Ja. Diesen Bericht in Brief Lives ist etwas angehängt, was man heutzutage in Biografien leider nicht mehr macht. Es ist ein medizinischer Bericht von seinem Hausarzt. Also es werden nicht nur Anekdoten da drin gesammelt, sondern er wird sozusagen von allen Seiten beguckt, von allen Seiten betrachtet und beschrieben, was er gegessen hat, was er getrunken hat, wie sein Hauttyp war. Und da erwähnt also dieser Arzt James Weldon eine sehr interessante Koinzidenz, nämlich Hobbes sei also von Kind auf kränklich und gelblich gewesen und das hätte sich mit etwa 40 Jahren geändert. Da beschreibt er, also mit ungefähr 40, das ist auch die Zeit, wo er mit
Philosophie anfängt und die Geometrie entdeckt. Das hat ihm anscheinend gesundheitlich sehr gut getan. Er entwickelt also einen hellen Hautton, wie James Weldon dann schreibt, a white skin, a white skull, a white wit, so vom Typ des Menschen her. Und entwickelt auch, also gesundet sozusagen, bis ins hohe Alter, ist er noch fit, schreibt Bücher, beteiligt sich an Diskussionen, schreibt sehr scharfe Polemiken gegen Professoren an Universitäten überall, gegen die Royal Society auch, bis er dann irgendwann an einer Krankheit verstirbt. Dieser James Weldon beschreibt Hobbes auch als einen Typ nach der Vier-Säfte-Lehre, als ein Sanguineo-Melancholius, also der Hauptwiderspruch in seinem Charakter oder erstmal in seiner Physiologie, besteht also nach dem Mediziner im Widerspruch ein Überschuss an rotem Blut und ein Überschuss an schwarzer Galle, was zu einem sehr widersprüchlichen Charakter führt. Ein Charakter, der sich also sowohl extrovertiert ist und in die Gesellschaft einbringt, in Gesellschaften einbringt, könnte man sagen, aber auch sich gerne zurückzieht und in seiner Traurigkeit alleine ist. Ich habe ein Beispiel aus diesem Bericht hier rausgenommen, der das, wie ich finde, sehr gut zeigt und der auch einen gewissen Humor dieses Arztes verrät und auch einen gewissen Humor von Hobbes verrät. Ich lese einmal vor. I have heard him say that he did believe he had been drunk in his life 100 times, which, considering his great age, did not amount to above once a year. When he did drink, he would drink to excess to have the benefit of vomiting, which he did easily, by which benefit neither his wit was disturbed longer than he was spewing, nor his stomach oppressed, but he never was, nor could not endure to be, habitually a good fellow. That is, to drink every day wine with company, which sought not to drunkenness spoils the brain. Also Hobbes als ein seltener Trinker, aber wenn, dann bis zum Exzess. Und also interessant finde ich vor allem also den letzten Satz, dass er kein täglicher Trinker war, weil es in gewisser Weise ungesund ist. It spoils the brain. Aber dieses spoils the brain liegt nicht am Alkohol selbst, sondern eher an der Gesellschaft der Trinkenden. Zu Beginn von The Kiewe, glaube ich, schreibt Hobbes, Aristoteles ging davon aus, dass der Mensch von Natur aus ein geselliges Tier ist. Aber mit diesem Begriff von Gesellschaft können wir in gewisser Weise nichts anfangen, so Hobbes. Wir müssen Gesellschaft lieber als das verstehen, wo man sich, also eine Gruppe von Menschen, aus der man sich am liebsten als Letzter zurückzieht, damit nicht über einen gelästert wird. Und das sieht man, dass auch etwas von seinem persönlichen Charakter trägt. Hobbes Hauptwerk waren die Elemente der Philosophie. Hier, dieser Titel, Elemente der Philosophie, ist an Euklid angelehnt. Euklid schrieb die Elemente der Geometrie und beschrieb damit eben, wie man Figuren konstruiert, wie man Linien baut, Dreiecke und so weiter und aus diesen von einem auf das andere schließen kann. Hobbes hatte ein sehr ambitioniertes Projekt. Er wollte jetzt also die Grundprinzipien nicht nur der Geometrie, sondern im Grunde des gesamten Universums erklären. Und das hat er also in drei Schritten geplant und auch ausgeführt. Diese Bücher wurden ja veröffentlicht. Also drei Sektionen der Philosophie, wie er es genannt hat, vom Körper, der Corpore, vom Menschen, der Homine, und vom Bürger. Damit sollte alles beschrieben sein, wenn wir also von dem Grundlegendsten ausgehen, was für Hobbes eben die Logik in Vorbereitung, dann aber die Physik
gewesen ist. Wenn wir also die Physik verstehen, können wir den Menschen verstehen. De Homine, also dieses Buch über den Menschen, geht quasi um den isolierten Menschen. Der Mensch als Einzelner, wie er als Körper funktioniert, also medizinisch begriffen und dann auch psychologisch begriffen. Und wenn wir dieses verstanden haben, können wir also zum nächsten, zum zusammengesetzten, komplizierter zusammengesetzten Vorgehen, zum Bürger, also dem Mensch in Gesellschaft. Wenn man auf dem Titelblatt hier sehen kann, handelt es also von Zivilisation, Imperium, Freiheit, Libertas und Religio, also Religion. Wenn man sich einmal die Jahre der Veröffentlichung ansieht, dann sehen wir hier einen Widerspruch, der sich in der Hobbes-Rezeption, in der Tradition, wie man Hobbes interpretiert, auch zu einem theoretischen Widerspruch quasi entwickelt hat. Nämlich gibt es einmal die systematische Ordnung dieser Werke, der Elemente vom Körper das erste Buch, Sectio Prima, vom Menschen das zweite, vom Bürger das dritte. Doch wurden sie anders veröffentlicht. Das dritte Buch wird zuerst veröffentlicht. Dann folgen die anderen beiden Bücher in der systematischen Reihenfolge. Nun, der Grund dafür kann schnell gefunden werden. Hobbes befindet sich also 1642, als der Kiewer erscheint, im Exil in Frankreich. Er hat ja in England gelebt. Er ist aus England geflohen, weil der Bürgerkrieg ausgebrochen ist. Sich in Frankreich mit anderen Leuten in Paris, dort im Exil, eingerichtet. Arbeitet dort zunächst an seiner Naturphilosophie, wird dann aber von den Ereignissen in England, von denen er hört, also es folgt, es gibt eine lange Zeit des Parlaments. Das Parlament beschließt, gegen den König in Krieg zu ziehen. Sie stellen eine eigene Armee auf, die New Model Army. Sie besiegen den König im Kampf. Und dann gibt es eine lange Debatte darüber, ob der König für seine Verbrechen bestraft werden darf oder nicht. Also Mitte des 17. Jahrhunderts, ich glaube 1649 ist es, vielleicht ist es auch 50 oder 51, ich glaube aber es war 49, wird der König dann hingerichtet. Der König wird hingerichtet, und Oliver Cromwell übernimmt als Lord Protector die Herrschaft über ein England, das dann Commonwealth genannt wird. Also Commonwealth, ein gemeinsames Gutes, was einfach die Übersetzung des lateinischen Res Publica war. Also es wird eine Republik gegründet, zwar mit einem harten militärischen Führer, aber ohne diesen ganzen ideologischen Überbau eines von Gottes Gnadentum legitimierten Königs, der den Besitz über andere Menschen hat oder den Besitz über dieses Land hat, das ihm je nachdem von Adam und Eva oder von Christus oder von wem auch immer anvertraut worden ist. Diese Ereignisse versucht Hobbes zu reflektieren und versucht jetzt eine rationale Erklärung des Staates zu liefern. Schreibt diese rationale Erklärung und zieht das allen seinen Naturforschungen vor. Wir werden gleich noch über den Begriff der Philosophie bei Hobbes sprechen und dort über den Zweck des Philosophierens etwas lernen und sehen, dass dieses Vorgehen, dieses interventionistische Vorgehen, sehr diesem Begriff entspricht, den er auch theoretisch von der Philosophie hat. Daraus ergeben sich quasi jetzt zwei Traditionen, Hobbes zu lesen. Die eine Tradition sagt, wir müssen trotz dieser interventionistischen
dieses interventionistischen Intermezzos bei dem Selbstverständnis von Hobbes ansetzen. Also das Selbstverständnis, das nämlich sagt, dass es ein System, dass ein System der Philosophie hier entwickelt wird. Und dieses System müssen wir aus seinen Prämissen zu seinen Schlussfolgerungen verstehen. Egal, wie die Werke letztendlich veröffentlicht wurden. Und dann gibt es die andere Tradition, die sagt, nein, wir können das nicht aus seinem Selbstverständnis erklären, sondern sollten es aus dem Kontext der Zeit erklären. Wir können also uns mit den politischen Schriften von Hobbes befassen, den politischen und juristischen, vielleicht sehr früh soziologischen, vorsoziologischen Schriften, und brauchen sie nicht im Kontext seines eigenen Werkes zu lesen, sondern eben im Kontext der Zeit. Wir müssen also verstehen, was der Bürgerkrieg für eine Auswirkung auf sein Schreiben hat. Ich versuche, das anders zu tun. Also ich versuche, Hobbes zu verstehen aus dem Kontext seiner eigenen Schriften und der anderen naturphilosophischen Schriften dieser Zeit. Denn ich denke, das Bild, in das wir Hobbes stellen müssen, um zu begreifen, worauf er hinaus will, was in sein, was sein philosophisches Interesse, was sein Ziel ist und wie sein System gebaut ist, müssen wir ihn also im Kontext der kopernikanischen Wende lesen. Jetzt nicht der philosophischen kopernikanischen Wende bei Immanuel Kant, sondern wirklich der naturwissenschaftlichen kopernikanischen Wende. Wir sollten das aufdecken, welche Verbindungen hier bestehen zu anderen Leuten wie Gassendi, Descartes, Francis Bacon, Galilei, Kopernikus, Kepler, die zur selben Zeit oder vor oder kurz nach wie Spinoza schreiben. Und welches Projekt sie haben, wie sie versuchen jetzt also eine neue Welt, eine Welt der Moderne zu erschaffen. Ein Blick in das Buch, das ist jetzt das Inhaltsverzeichnis aus der, dann wäre das hier, hier vorne habe ich es, glaube ich, die Molesworth-Ausgabe von De Corpore. Das ist quasi der Standard, der in der Hobbes-Forschung benutzt wird. Und also es gibt die englischen, die lateinischen Werke, beide in dieser schon recht alten Ausgabe. Ich glaube, 1800 irgendwas. Ja, 1992 steht hier. Ich glaube, sie ist eigentlich schon älter. Hier sieht man jetzt diesen Aufbau, wie diese Bücher jetzt also von einem zum nächsten dann auch weitergehen. Also es baut sehr grundlegend auf, die Philosophia prima, so gesehen, für Hobbes, besteht also in einer Reflexion über Sprache und Denken. Also wir sehen es hier auf Philosophy, Names, Propositions, Syllogism, das ist die grundlegende Logik. Der Titel im Lateinischen von diesem ersten Abschnitt ist, ich glaube, Logica sive competatio, oder so ähnlich, also die Logik oder das Rechnen. Und das ist für ihn beides genau dasselbe. Das heißt also, welche Rechenoperation benutzen wir in der Philosophie? Dann kommt also der nächste Teil von sehr grundlegenden physikalischen Begriffen, Raum und Zeit, Körper, Akzidenz, Ursache und Wirkung. Und so weiter kommt es dann zu Funktionen, physikalischen Funktionen und dann zur Erklärung der Welt, in der wir sind. Also wirklich des Universums, der Bewegung der Sterne, wie das Licht, warum es nachts dunkel ist und so weiter und so fort. Dieses geht dann quasi gleich in das nächste Buch über. Ich habe die anderen Inhaltsverzeichnisse jetzt nicht mit zugefügt, aber die Physik ist gewisserweise zu Ende und dann geht es gleich in der Homine, in die Medizin über. Da geht es dann um Optik. Wie gucken wir? Wie funktioniert der Blutkreislauf und so? Und der Versuch ist eben, das wirklich wie die Elemente bei Euklid eines auf das andere aufgebaut wird. Vielleicht
Das fällt mir gerade noch ein. Vielleicht ist das noch erwähnenswert. Oft wird ja der Leviathan als das Hauptwerk des Thomas Hobbes angesehen. Der Leviathan unterscheidet sich von Elementen der Philosophie. Er unterscheidet sich vor allem darin, an wen er gerichtet ist. Während die Elemente der Philosophie auf Latein abgefasst sind und sich an das kontinentale oder naja, ebenfalls auch das englische intellektuelle Publikum richten. Also sozusagen das gesamte Abendland, wo die Forscher und Denker eben auch auf Latein über Ländergrenzen hinweg schreiben, miteinander in Korrespondenz stehen. Während der Leviathan von seiner Sprache, also er ist in Englisch verfasst, und auch von seiner Rhetorik, er ist nämlich nicht in dieser Weise deduktiv beschrieben wie die Elemente der Philosophie. Zwar erweckt er den Anschein, weil er auch eben von dem Simpeln ins Weiter Zusammengesetzte schreitet, ist aber rhetorisch ein ganz anderes Kaliber. Also es, die Überzeugung soll ganz anders funktionieren. Während er hier in Elementen der Philosophie versucht, durch das Argument zu überzeugen, versucht er also im Leviathan durch die Rhetorik zu überzeugen oder durch die Rhetorik die Menschen einzunehmen, dass sie das Argument begreifen. Und damit ist er viel, viel interventionistischer verfasst als die Elemente der Philosophie. Ja, genau. Ich möchte jetzt auf eine kleine Anekdote verweisen, die ich auch aus John Arbery kenne und die jetzt also mit dieser, quasi mit der Leidensgeschichte von Hobbes jetzt zusammenhängt. Also ein kränklicher Junge und dann gesund und was also passiert? Was war passiert, als er 40 Jahre alt geworden ist? Ich weiß nicht, wie glaubwürdig diese Geschichte am Ende wirklich ist, ob sie sich wirklich so zugetragen hat. Sie wurde in der Philosophiegeschichte und auch in der europäischen Geistesgeschichte immer wieder kolportiert und zeigt ein wenig exemplarisch, wie also dieses Denken des Hobbes funktioniert. Ich zitiere jetzt also. He was 40 years old before he looked on geometry, which happened accidentally. Being in a gentleman's library, Euclid's Elements lay open, and it was the 47th proposition in the first book. He read the proposition, by God, he would now and then swear by way of emphasis. Said he, this is impossible. So he reads the demonstration of it, which referred him back to such a proof, which referred him back to another, which he also read, and so forth, that at last he was demonstratively convinced of that truth. This made him in love with geometry. Ich kann das gleich verstehen, diese Proposition von Euklid, ich glaube, da geht es um die Innenwinkelsumme von Dreiecken oder so. Man kann das also, er schlägt es auf irgendwo in der Mitte, da steht ein Satz und er denkt sich, ja, das ist doch völliger Quatsch. Aber dieses sehr methodisch genaue Vorgehen von Euklid ermöglicht das von diesem, dem, was er nicht einsieht, immer den Beweis des Satzes zuvor zu lesen und so auf eine Prämisse verwiesen zu werden, die ihm selbst vollkommen einleuchtet. Diese Liebe zur Geometrie, die er dadurch entwickelt, die breitet sich aus in seiner Zeit, also in seiner Schaffenszeit und führt ihn auch dazu, eben gegen andere Bereiche der Mathematik zu polemisieren. He would often complain that algebra, thought of great use, was too much admired, and so followed after that it made man not contemplate and consider so much the nature and power of lines, which was a great hindrance to the growth of geometry, for that algebra did rarely well and quickly in right lines, yet it would not bide in solid geometry. Man könnte hier jetzt also etwas einwenden, nämlich dass die Algebra ja ebenso deduktiv vorgeht wie die Geometrie. Also, und da gelangen wir jetzt an einen Punkt, wo diese Anekdote über die Geometrie also nicht ganz Aufschluss gibt darüber, warum die Geometrie so eine zentrale Stelle in dieser Philosophie hat. Also warum
ist die Geometrie sogar noch wichtiger als die anderen mathematischen Bereiche, die ja doch mit einer ebenso großen Apodiktizität, also Notwendigkeit und Allgemeingültigkeit schließen kann. Wir können ja algebraische Formeln auflösen und diese sind ja nicht zufällig oder willkürlich, sondern die sind frei universalisierbar. Ob ich es hier oder woanders auflöse, ist die Lösung wird dieselbe sein. Könnte sagen, ist Hobbes hier nicht vielleicht, hat er nicht einen Bias, weil er vielleicht den Euklid gelesen hat und das ihn so begeistert hat, dass er gegen andere schießt oder so. Aber das hat einen internen, intellektuellen, systematischen Grund. Und damit komme ich jetzt also zu meiner ersten Frage, die ich an Hobbes stelle. Also es werden noch, ich glaube, noch eine weitere Geschichte. Ich hatte eigentlich vor, 5 Fragen zu stellen. Allerdings ist das Material so überbordend, dass ich das nicht schaffe, das in dieser Vorlesung unterzubekommen. Genau, vielleicht mache ich etwas anderes mit den Fragen. Also, die erste Frage. Mr. Hobbes, was ist Philosophie? Ich habe hier dieses Bild des Hasen-Entenkopfes genommen, ist ein in der Philosophie oft benutztes, sehr berühmt bei Wittgenstein vorkommt. Und ich glaube, diese Zeichnung, die ich hier gebe, wiedergebe, ist entweder von Wittgenstein selbst oder die von Wittgenstein verwendete. Es gibt viel mehr Zeichnungen. Man kennt das, es ist ein Vexierbild. Man kann es so oder so ansehen, einen Hasen oder eine Ente drin sehen oder beides gleichzeitig. Dieses Bild habe ich verwendet, weil es eine Symbolkraft hat für die kopernikanische Wende in dieser Zeit. Also diese Naturforscher sehen sich jetzt dieselben Phänomene, die sich also Aristoteles und dann die Aristoteles folgenden, auf Aristoteles aufbauenden Naturforscher in der Antike durchs Mittelalter bis zur frühen Neuzeit, auch die Zeitgenossen von Hobbes, betrachtet haben. Sie sehen sich dieselben Phänomene an und sehen etwas anderes darin. Für Hobbes, Gassendi, Descartes ist es, als würde denen ein Licht aufgehen, als hätten die immer nur die Ente gesehen und jetzt sehen sie plötzlich den Hasen. Und dazu schreibe ich hier, geht es also um 2 Dinge in diesem Vorrang der Geometrie. Um bewegte Materie und um die Gesetze dieser Bewegung. Dies ist, diese Kopernikus und Galilei folgenden Denker dieser neuen Wissenschaft. Denken, das ist der Schlüssel zum Verständnis der Welt. Geometrie ist so besonders wichtig, weil sie uns die Gesetze lehrt, nach denen sich die Teilchen der Materie bewegen. Und diese Teilchen der Materie und ihre Bewegung sind das Fundament, das Fundament des Seins in gewisser Weise. Also es ist die Grundlage ihrer Ontologie. Ich stelle hier also 2 verschiedene Begriffe von Bewegung gegenüber. Der eine, also der klassische Begriff, der jetzt hier über Jahrhunderte tradiert wird, der sagt, Bewegung, definiert von Aristoteles, das Endliche zur Wirklichkeit kommen, eines bloß der Möglichkeit nach vorhandenen, insofern es eben ein solches ist. Das ist Bewegung. Etwas kompliziert, also nehmen wir es etwas auseinander. Zur Wirklichkeit kommen und bloß der Möglichkeit nach vorhanden. Wir können also diese Wörter setzen mit Akt und Potenz oder Aktualität und Potentialität. Wenn also Bewegung ist, wenn eine Potentialität, etwas Mögliches aktualisiert wird und dieses Aktualisieren, das zur Wirklichkeit kommt, ist endlich. Wenn wir das auf Ortsveränderung
anwenden, bedeutet das in gewisser Weise, dass also diese Flasche, die jetzt der Wirklichkeit nach an einem Ort ist, natürlich der Möglichkeit nach irgendwo anders stehen könnte. Wenn wir diese Möglichkeit aktualisieren, also sie irgendwo anders stellen, und diese Möglichkeit zur Wirklichkeit kommt, ist die Bewegung vollendet. Und das Ding ist bewegt. Dieser Begriff hat einen gewissen Vorteil. Und zwar denkt er, kann man unter dieser Art der Bewegung nicht nur Ortsveränderung begreifen, sondern man kann damit Metamorphosen begreifen. Und das ist auch etwas, was Aristoteles und die Aristoteliker tun. Wie verwandelt sich eins in etwas anderes? Und das nennen sie dann Bewegung. Also wie wird aus einem Samen ein Baum? Die aristotelische Antwort ist, dass der Baum als Möglichkeit im Samen angelegt ist. Diese Möglichkeit wird verwirklicht. Und wenn sie verwirklicht ist, kommt sie an ihr Ende. Was sich jetzt ändert bei Hobbes und den anderen Mechanisten, ist, dass sie die Ruhe nicht mehr als Ausgangspunkt und auch nicht mehr als Endpunkt begreifen. Sie haben eine andere Erkenntnis über Bewegung, die alles verändert. Nämlich, Materie braucht, um in Bewegung versetzt zu werden, Energie. Oder ein Impuls, ein Impetus, ein Endeavor, wie Hobbes sagt. Doch ist dieser einmal da, dann kommt die Bewegung nicht zur Ruhe, sondern wird fortgesetzt, unendlich fortgesetzt. Und es muss wieder ein neuer Impuls oder ein neues Endeavor diesem Objekt zugefügt werden, damit es zur Ruhe kommt. Und das ist ein ganz anderes Denken von Bewegung als das von Aristoteles. Man nennt das auch Inertia oder ist auch bekannt unter die Trägheit der Masse. Also ist etwas einmal versetzt, wird die Bewegung unendlich fortgeführt und kann nur zum Halten kommen, wenn ein anderer Impuls kommt. Und dann kommt also Hobbes zu der Definition von Bewegung, sehr einfach. Bewegung ist nichts anderes als die Veränderung vom Ort. Wenn also dann Metamorphosen beschrieben werden sollen, Verwandlung von einem in das andere, dann liegt es nahe, sie so zu beschreiben, dass sie auf kleinere Bewegungen, die eben diesem Prinzip von Inertia folgen, zurückgeführt werden. Also eine aristotelische Erklärung eben, wie im Winter dem Baum die Blätter abfallen könnte, ist vorstellbar, könnte sein, dass also der kahle Baum in Möglichkeit angelegt ist, in dem Baum mit Blättern. Und diese Möglichkeit realisiert wird. Der vollzieht sich hin zu einer anderen Gestalt und dann ruht er. Während eine Hobbesche, eine mechanistische Erklärung, eher untersuchen würde, was geschieht in diesem Baum, welche Bewegungen vollziehen sich im Baum, dass die Blätter abfallen. Hier habe ich das aus dem Leviathan einmal zitiert, also sehr ganz am Anfang des Leviathan, Seite 4, steht also diese Erkenntnis der Trägheit der Masse und aus ihr wird dann geschlossen. Was bedeutet das? Also, when a body is once in motion, it moves, unless something else hinder it. Externally, when a body is once in motion, it moves, unless something else hinder it eternally. Es bewegt sich unendlich weiter fort, es sei denn, irgendetwas hindert ihn daran. And whatsoever hinders it, cannot in an instant, but in time and by degrees, quite extinguish it. So, der Bewegungsimpuls kann nicht einfach aufhören, sondern er muss graduell abgebaut werden, unter Aufwendung von Energie, würde ich hier hinzufügen. And by degrees, quite extinguish it. And as we see in the water, thought the wind keys, the waves give not over rolling for a long time after. Der Wind trifft in gewisser Weise auf das Wasser. Das Wasser bremst den Wind. Der Wind
hört auf, weiß nicht, ob durch das Bremsen oder durch etwas anderes, aber der Impuls ist nicht tot, sondern er wird graduell weitergegeben und an einen anderen Körper weitergeleitet. Das ist das Kausalitätsprinzip, von dem Hobbes ausgeht. Das ist die Grundlage seiner Philosophie. Ein Bewegungsimpuls wird fortgesetzt von einem Körper auf den anderen. Und wir kommen, wenn wir uns dies betrachten, zu einer Verkettung. Zu einer Verkettung von Kausalitätszusammenhängen. Und diese Kausalitätszusammenhänge ändern jetzt quasi das Szenario. Also sie beginnen in der externen, sich um uns befindenden Welt, in der Welt, in gewisser Weise die Welt der toten Materie, die also nach Druck- und Stoßprinzip funktioniert. Und durch dasselbe Prinzip, nicht durch ein anderes Prinzip, wie beispielsweise Descartes oder andere Denker später annehmen, schlägt das auch in Gedanken. Hobbes hat also eine Vorstellung, dass etwas wie Licht oder Schall quasi auch mit demselben Druck wie eine Welle, wie ein Wind auf eine Welle schlägt, wie ein Ball an einen anderen schlägt oder so, durch Druck sich dieser Bewegungsimpuls in uns intern umwandelt, durch die Verrechnung im Gehirn oder wie auch immer Hobbes sich das genau vorstellt, so weit will ich hier gar nicht ins Detail gehen, sich in Bilder verwandelt, in sensuelle Eindrücke, von denen wir dann Begriffe haben können. Und ich lese hier vor, also all fancies, also alle Fantasie oder alle Einbildung, all fancies are motions within us. Relics of those made in the sense and those motions that immediately succeeds one another in the sense, continue also together after sense. Insomuch as the former, coming again to take place, and the predominant, the latter follows, by coherence of the matter moved, in such manner as water upon a plain table is drawn, which way any one part of it is guided by the finger. Er nennt also diesen auch dann den train of thought. Der Zug der Gedanken. Der Zug der Gedanken funktioniert also ähnlich wie eine Assoziationskette und das ist für ihn einfach nur die Fortsetzung des Impetus, des Bewegungsimpulses, der also extern irgendwo gegeben ist, der jetzt an unseren Körper gelangt, in dieses, also in gedanklich, dann in sensuelle Daten oder so umgewandelt wird. Und diese Assoziationskette, die er dann nach sich zieht, auch wenn dieser Impuls dann beendet wird, also wenn wir auch nichts Neues mehr, keinen neuen Input bekommen, setzt sich diese Assoziationskette fort, und zwar vom selben Impetus, von dem es getragen wurde, als es uns berührt hat. Die Aufgabe, also das philosophische Denken, oder das die philosophische Arbeit besteht jetzt darin, dass wir diese Ketten begreifen wollen. Wir müssen also erst einmal natürlich das Basalste, wir müssen feststellen, dass es sie gibt. Das ist die erste Aufgabe der Philosophie. Und die nächste ist eben, aus einer Ursache auf die Folge zu schließen oder aus der Folge auf die Ursache. Darin sieht Hobbes die Arbeit der Philosophie. Diese nennt er jetzt Berechnen. Das kann man jetzt unterschiedlich bewerten, aber ich zitiere jetzt erst einmal. Bei Ratiocination, also beim, was bedeutet also Begreifen, das Begreifen, das Verstehen, I mean Computation, also bei Begreifen heißt Rechnen. Now to compute is either to collect the sum of many things that are added together or to know what remains when one thing is taken out of another. Oh, okay. Ratiocination, therefore, is the same with addition and subtraction. And if any man add multiplication and division, I will not be against it.
Wir berechnen also, wenn wir Philosophie treiben, machen wir nichts anderes als arithmetische Rechenoperationen. Wir fügen zu einer Vorstellung, die wir haben, wir haben jetzt diese Kette von Assoziationen, die uns ins Vorgeht. Wir können davon etwas abziehen oder etwas hinzufügen, wie es uns beliebt. Wir können sie also auch in gewisser Weise steuern und in eine andere Richtung bringen. Wir können das tun, um eben solche Verkettungen, kausale Verkettungen nachzuverfolgen und solche kausale Verkettungen in der Welt zu erkennen und zu erklären. Aber warum das Ganze? Das ist jetzt quasi der Kern des Philosophiebegriffs. Und hier das aus der Decorpore und ich lese erst einmal vor. Also, for the inward glory and triumph of mind, that a man may have for the mastering of some difficult and doubtful matter, or for the discovery of some hidden truth, is not worth so much pains as a study of philosophy requires. Nor need any man care much to teach another what he knows himself, if he think that will be the only benefit of his labor. Ich sage jetzt mal auf Deutsch, ich fasse es zusammen, also für ein privates Erkenntnis, für private Erkenntnisse und zur Selbsterhaltung, also Selbsterhaltung quasi des akademischen Betriebs. Ich promoviere und dann helfe ich jemand anderem zu promovieren, der wieder jemand anderen hilft zu promovieren und so weiter, ist die Philosophie eigentlich zu mühsam, zu anstrengend. Das lohnt sich nicht. Man sollte lieber etwas anderes tun. Stattdessen sollte Philosophie immer auf etwas Externes zielen. Sie sollte etwas erreichen, was außerhalb des reinen Denkens ist. The end of knowledge is power. Diesen Spruch kennt man vielleicht. Knowledge is power von Francis Bacon. Tatsächlich, ich habe eine Recherche gemacht, die war nicht sehr ausführlich. Vielleicht kann mich da jemand korrigieren, indem ihr mir eine E-Mail schreibt oder irgendwie eine Nachricht zukommen lasst. Ich bin da sehr interessiert dran. Hat Francis Bacon das nie aufgeschrieben? In Francis Bacons Werken findet es sich nicht. Aber in Der Corpore findet es sich von Thomas Hobbes und auch im Leviathan. Immer ein bisschen anders formuliert, er sagt hier auch nicht Knowledge is Power, sondern the end of Knowledge is Power. Das hat auch etwas, das hat natürlich auch einen Unterschied. Nicht das Wissen selbst ist noch nicht Macht, sondern es kann dann zu Macht eingesetzt werden. Also, the end of Knowledge is Power. The scope of all speculation is the performing of some action or things to be done. Das muss damit irgendetwas getan werden. So wie wir am Anfang, wie ich dort gesagt habe, die Kiwi und vor allem aber der Leviathan wurde als Intervention geschrieben, als Intervention in politische Ereignisse. Und das sagt hier Hobbes, das ist der Sinn von Philosophie. Es gibt einen sehr schönen Spruch von Wittgenstein, ich kenne die Quelle leider nicht, sie bisher noch nicht finden können, aber er schreibt irgendwo, ein Philosoph, der nicht publiziert, der ist wie ein Boxer, der nicht in den Ring steigt. Er wird seines eigenen Begriffes nicht gerecht. Die Philosophie ist nicht eine Spaßveranstaltung. Ich sehe das alles ein wenig anders, da ich auch denke, es ist vielleicht auch den Aufwand und die Mühe durchaus wert, auch wenn man nur eine private Erkenntnis daraus zieht. Na gut, aber Hobbes sieht das hier sehr anders. Hier zum Ende dieser ersten Frage über den Philosophiebegriff habe ich ein Titelblatt von Francis Bacons. Ich kann es auf diesem Bildschirm nicht lesen, den lateinischen Titel, aber es heißt auf Deutsch, glaube ich, die große Einrichtung oder so, die große Renovierung, die große Erneuerung oder so. Hobbes und Bacon haben sich gekannt. Also Francis Bacon war etwas älter als Hobbes und Hobbes hat eine Zeit lang als Sekretär für ihn gearbeitet. Und die haben also hier etwas sehr Ähnliches in ihrem Philosophiebegriff. Und ich finde, dieses Titelblatt bringt das, schafft es sehr gut, das zu symbolisieren.
Es ist wie dieser Bibelspruch, macht euch die Erde untertan. Also Hobbes, es ist eine Art, ein Wille zur Wirksamkeit erkennbar, ein Wille zur Macht. Es sieht hier aus, als würden die Schiffe auf das offene Meer herausfahren, das Risiko eingehen und die Welt für sich entdecken. Alles erneuern, die große Erneuerung, die Welt neu machen. Ich habe. Also das war mir niemals aufgefallen, aber Sloterdijk hatte über dieses Bild geschrieben und etwas erwähnt, was wohl irgendwie vielen Leuten nicht aufgefallen ist. Und ich finde das sehr, sehr, sehr interessant. Wenn man sich das genau beguckt, fährt dieses Schiff gar nicht in die Welt hinaus, sondern es hat sein, ja, wie kann ich das zeigen? Ja, hier vorne. Die Front des Schiffes ist hier, das Bug, wie es glaube ich heißt. Bug, also es fährt zum Betrachter hin. Und Sloterdijk schreibt darüber, es geht hier eigentlich nicht um das Hinausfahren in die große Welt, sondern es geht um die heimkehrenden Schiffe. Denn die bringen das, was man Return of Investment nennt, die bringen das zurück. Alles, was man in diese Philosophie investiert hat, lohnt sich wieder. Es lohnt sich, es kommt wieder zurück. Und irgendwie rückt dann die ganze Welt auch zusammen. Also die Welt ist kein so unbekannter Ort mehr. Die ganzen Geschichten kommen jetzt also in den Metropolen, die ganzen Geschichten von der neuen Welt und so kommen in Metropolen zusammen, das ganze Geld kommt in Metropolen zusammen. Die alte Welt wird eigentlich verändert und nicht unbedingt die neue Welt erobert. Genau. Und ja. Bei Hobbes sind also diese Teile, dass die Welt irgendwie zusammenwächst, dass die sich globalisiert, dass sie unter einem Dach vereint wird, unter einer Krone, vielleicht unter einem Commonwealth. Nicht ganz so deutlich. Denn, für Hobbes scheint mir hier doch auch dieses Ausreisen, die Weite des Universums, der neue Raum, der entdeckt wird, und beherrscht werden soll, doch das Wichtigere zu sein. Man könnte jetzt hier sehr kritisch und richtig anmerken, dass ja also die Dialektik der Aufklärung hier schon voll enthalten ist. Denn wir haben natürlich den Wunsch, nicht nur zur Ausweitung des Menschengeschlechts und zur Verbesserung des Denkens, zur Verbesserung der Zivilisation, sondern es ist ja auch etwas Destruktives. Also es geht da dann darum, die Natur zu unterwerfen. Naturunterwerfung, Domestizierung, Beherrschung. Das sind die Themen, die mit dieser Philosophie auch gesetzt werden. Und ja, nee. Doch, soweit erstmal. Ich gehe zu meiner nächsten Frage gleich über. Ne, vielleicht doch noch eine Anmerkung zum Philosophiebegriff. Hobbes hat jetzt sein eigenes Konzept dieser Philosophie entwickelt. Er stellt das vor und stellt dem voran, wie er jetzt die Philosophie in dieser Welt vorfindet, also in der Welt, in der er lebt, und ist sehr enttäuscht von dem, was es gibt. Also er vergleicht den Status der Philosophie in der Welt mit dem, wie er sich vorstellt, wie Wein und Korn in der Welt vorhanden waren, bevor die Zivilisation sie kultiviert hat. Sie waren hier und da mal ein wenig. Hier und da hat jemand etwas Geometrie betrieben. Hier und da hat jemand etwas über die Bewegungen der Materie spekuliert. Ja, aber sie waren nicht gesammelt, konzentriert. Es gab keine Weinberge, es gab keine reichen Kornkammern. Und das ist jetzt die Aufgabe, die sich er zusammen mit seinen anderen Mitstreitern setzt. Es soll jetzt kultiviert werden. Die Philosophie soll der Menschheit nutzen. Ich komme zu meiner zweiten Frage. Das ist auch. Ja, es ist gleichzeitig auch die letzte Frage. Wie gesagt, ich hatte noch viele, viele weitere Fragen. Vielleicht werden sich andere Möglichkeiten ergeben, über diese Fragen zu sprechen. Wie groß ist ein Atom, Mr. Hobbes?
Es gab eine, also es gibt eine Geschichte dieser Frage, die werde ich gleich erläutern. Und es gibt etwas, was ich mit dieser Frage beabsichtigt habe, was ich mit einer Art Denkfigur, die ich nicht nur bei Hobbes, sondern auch bei anderen Denkern dieser Zeit entdeckt habe, oder eine Denkcharakteristik oder so etwas, die ich hier vorführen wollte, und das hat nicht geklappt. Also das werdet ihr gleich sehen, warum es nicht geklappt hat. Zunächst aber so ein wenig über dieses Denken. Die Größe von Atomen, beziehungsweise von dem, der Gedanke an diese Fundamente der Welt, an dieses, dass die Erkenntnis des Richtigen, die Erkenntnis der Wahrheit zum Greifen nahe ist. Das ist etwas, was diese intellektuelle Stimmung der Leute dieser neuen Wissenschaft, was die alle teilen, was das ausmacht. Glauben also, die Erklärung, die wirklich richtige, korrekte Wahrheit ist nur ein Schritt weit entfernt. Und das wollte ich an diesen Atomen verdeutlichen. Denn Atome, darüber sind sich alle einig, dass Atome unsichtbar sind. Für das bloße Auge sind sie nicht sichtbar. Aber wie groß haben sich die Leute diese Atome wirklich vorgestellt? Also verbergen sie sich gleich hinter der Oberfläche des Sichtbaren? Sind die Bewegungen, könnten wir nur ein wenig besser sehen, dann würden wir die Atome intuitiv wahrnehmen. Oder hatten sie eine Vorstellung von den mikroskopischen Räumen, die sich auftun, wenn wir also jetzt anfangen, Materie zu zerlegen? Und das ist aber nicht nur in dem Modell von Atomen oder in dem Begreifen von Atomen ist das der Fall, sondern auch von vielen anderen Mechanismen, die sie beschreiben. Also es ist oft einfach der naive Glaube da, dass wenn man es nur gut beobachtet, wenn man sich nur genug anstrengt, dass man unmittelbar zu der Lösung kommen wird. Ich möchte dafür zwei Beispiele geben. Das eine ist hier von René Descartes, Abhandlung über die Methode, richtig zu denken und die Wahrheit in den Wissenschaften zu suchen. Also in diesem Buch schreibt er über ein anderes Buch, das er geschrieben, aber nicht veröffentlicht hat, weil er nämlich Angst vor der Inquisition hat. Ganz einfach, das ist das Werk Die Welt oder Abhandlung über das Licht, das hat er erst kurz vor seinem Tod publiziert, und in dieser Abhandlung über die Methode erwähnt er so ein paar Sachen aus diesem Buch Die Welt oder Abhandlung über das Licht. Und er schreibt dort über den Blutkreislauf, was ich gleich vorlesen möchte. Descartes hat wahrscheinlich sehr viele Menschen seziert, um das herauszufinden, vielleicht auch Tiere, man weiß nicht genau. Und darin bestand auch ein wenig die Angst jetzt. Also es war natürlich nicht erlaubt, in katholischen Ländern die Toten zu exhumieren und aufzuschneiden. Das fand ich gern gesehen. Er wollte nicht zugeben, dass er es getan hat. Genau. Und deswegen veröffentlicht er das zunächst nicht und veröffentlicht das dann woanders. Weil ich möchte also, wie schön man irren kann, möchte ich ein wenig mit Descartes beschreiben. Und dann mache ich das selber auch bei Hobbes. Also ich lese vor. Also von dieser Beschreibung der leblosen Körper und Pflanzen ging ich zu den Tieren, insbesondere zum Menschen, über. Da meine Kenntnisse hier aber nicht hinreichten, um in der bisherigen Weise darüber sprechen zu können, das heißt, um die Wirkung aus den Ursachen abzuleiten und aus welchen Samen die Natur sie hervorbringt, so begnügte ich mich mit der Annahme, dass Gott den menschlichen Körper in seiner äußeren Gestalt wie in der Bildung seiner inneren Organe ganz dem unsrigen ähnlich aus dem von mir beschriebenen Stoffe geschaffen habe, also aus der einfach reinen Materie, und dass er anfänglich keine vernünftige Seele noch sonst etwas von einer lebenden und empfindenden Seele in ihn gelegt hat. Und jetzt kommt der Hammer, sondern in seinem Herzen nur eines von den Feuern ohne Licht entzündet habe, das ich eben erwähnt habe.
Also er erwähnt weiter oben, es gibt verschiedene Arten von Feuer. Die einen machen Licht, aber produzieren keine Wärme. Die anderen produzieren Wärme, aber kein Licht. Und natürlich die dritte Art von Feuer, die der kennt, die Licht und Wärme erzeugt. Und er, so ein Feuer hat jetzt Gott den Menschen ins Herz gepflanzt. Und dass ich mir von der gleichen Art vorstelle, wie es bei der Erhitzung des Heus sich zeigt. Sobald dieses Feucht zusammengepackt wird oder bei der Erhitzung des jungen Weines, wenn man ihn mit den Schalen gären lässt. Ja, auch eine sehr interessante Beobachtung, die von vielen Atomisten von vielen Atomisten der frühen Neuzeit nicht angemessen reflektiert wurde. Also wenn sie dann versucht haben, Hitze zu erklären, konnten sie diese Vorgänge, die in der Gärung passieren oder in der Mischung, nicht gut genug erklären. Naja, Descartes hat erklärt das eben mit diesem Feuer ohne Licht, denn bei Prüfungen der daraus in dem Körper hervorgehenden Verrichtung fand ich genau dieselben wie bei uns, ohne dass wir daran denken und ohne dass unsere Seele als der von dem Körper unterschiedene Teil, dessen Natur nach dort obigen, nur in dem Denken besteht, etwas dazu beiträgt. Ja, und so weiter und so weiter. Also der Mensch ist jetzt ausgestattet mit diesem Feuer. Ich muss kurz hier suchen, wo es sinnvoll weitergeht. Ja, also da diese Bewegung, die Bewegung des Blutkreislaufs, die erste und allgemeinste ist, die man bei den Tieren bemerkt, so kann man daraus leicht das Nötige für die übrigen Bewegungen abnehmen. Um das Folgende besser zu verstehen, wird es gut sein, wenn die, welche mit der Anatomie nicht vertraut sind, sich vorher das Herz eines großen Tieres mit Lungen, welches dem menschlichen ganz ähnlich ist, aufschneiden und sich die beiden Kammern oder Höhlen desselben zeigen lassen. Das werden wir jetzt nicht tun. Zuerst die auf der rechten Seite, welche mit zwei sehr starken Röhren oder Adern in Verbindung stellt. Das heißt, mit der Hohlvene, der Hauptempfängerin des Blutes und gleichsam des Stammes des Baumes, von dem die übrigen Venen des Körpers Zweige vorstellen. Und mit der Arterienvene, welche diesen schlechten Namen erhalten hat, weil sie wirklich eine Arterie ist, die vom Herzen ausgeht und sich dann in mehrere Zweige teilt, die sich in den Lungen verbreiten. Alsdann mögen sie sich die Kammer auf der linken Seite öffnen lassen, mit der ebenfalls zwei Röhren verbunden sind. Ich werde jetzt hier nicht alles vorlesen, man bekommt, glaube ich, ein wenig einen Eindruck davon, wie gut Descartes sich wirklich jetzt mit diesem Blutkreislauf auskennt, anatomisch, dass er ihn sehr gut untersucht hat und trotzdem zu sehr seltsamen Schlussfolgerungen kommt. Also für uns, die wir jetzt zurückschauen und über den Blutkreislauf etwas anderes wissen, wie also diese fantastischen Elemente vermengt werden mit sehr richtigen Erkenntnissen. Er beschreibt jetzt sehr viel, wie die kleinen Häutchen aussehen, die verhindern, dass das Blut zurückkommt und wie viele es wo gibt und nach welchen Mechanismen, also was wo in welche Herzkammer gelangt. Ist dabei jetzt aber immer der Meinung, dass dieser Herzkreislauf angetrieben wird dadurch, dass eben ein Feuer brennt in dem Herzen. Also es tropft Blut drauf, durch dieses Feuer wird das Blut ausgedehnt, es destilliert, schreibt er sogar, es destilliert in uns und wandert dann weiter. Es gibt noch eine Stelle, wo er also über frische Luft schreibt. Also warum müssen wir dann atmen? Wenn also das passiert, und das ist eine wunderbare Erklärung. Also selbst wenn das Herz so glühend wie geschmolzenes Eisen wäre, würde es doch Hände und Füße nicht so wie jetzt erwärmen können, wenn es ihnen nicht immer frisches Blut zusendet. Also ja, genau, also davor erwähnt er eben, ja, die Wärme, das Blut bringt Wärme in den Körper, das sieht man also, wenn man irgendwo in einen Körper reinsticht und das Blut läuft aus, dann wird die Stelle kalt. Okay, also wir brauchen das Blut, um diese Wärme zu transportieren, die wird anscheinend im Herzen erzeugt. Daraus sieht man auch, dass der wahre Nutzen des Atmens darin besteht, den Lungen viel frische Luft zuzuführen, um das von der rechten Herzkammer kommende Blut, wo es verdünnt und gleichsam in Dunst umgewandelt worden ist, wieder in Blut zu verdichten und zu verwandeln. Also es muss auch wieder abgekühlt werden, damit das eben wieder flüssig wird. Ehe es in die linke Kammer tritt, denn sonst könnte es nicht zum Unterhalt der dort befindlichen Hitze dienen.
Aber eine andere, anderer Beweis noch von Descartes, ich teile eine Herzkammer. Ja, okay, ja. Ja, wie sollte ferner die Verdünnung im Magen vor sich gehen? Also Verdünnung ist jetzt, also Verdauung begreifen wir jetzt als Verdünnung, dass also die groben Stoffe kleiner gemacht werden, damit sie in den Blutkreislauf übergehen können. Oder vielleicht ins Lymphsystem, wir hatten vielleicht auch verschiedene Vorstellungen. Und das sollte jetzt also im Magen vor sich gehen. Wie sollte ferner die Verdünnung im Magen vor sich gehen, wenn das Herz nicht durch die Arterien Wärme und zugleich einzelne wirksamere Bestandteile des Bluts hinsendete, welche die Auflösung der in den Magen gelangten Fleischspeichen unterstützt. Also wie sollte das jetzt passieren? Wie sollte der Magen arbeiten, also diese Teile auflösen, wenn das Blut nicht heiß wäre? Ne? Ist nicht der Vorgang, welcher den Saft dieser Speisen in Blut umwandelt, leicht zu verstehen, wenn man bedenkt, dass dieser Saft bei seinen vielleicht 100 bis 200 Mal täglich erfolgenden Durchgängen durch das Herz destilliert wird? Ich weiß es nicht. Bin ich hier? Genau, ich lese jetzt eine weitere Stelle vor aus De Homine von Hobbes, ein Blick, wo mein Buch ist. Wo er, also zunächst die Stelle, wo er auch über den Blutkreislauf, also den Blutkreislauf beschreibt. Es ist jetzt auch wichtig zu wissen, also warum ist der Blutkreislauf überhaupt so wichtig für diese Leute? Nicht aus medizinischen Gründen, wie man meinen könnte. Also es geht nicht aus therapeutischen Gründen, wie man meinen könnte. Es geht nicht darum, Krankheiten zu heilen, Störungen oder sowas. Auch, aber es geht darum zu beschreiben, wenn also alles eine Kausalverkettung von Bewegungen sind, wo das eine an das andere weitergegeben wird, woher kommen dann die menschlichen Bewegungen? Also wie kann ich also Ursache von Bewegungen sein? Wie kann ich in der Welt ursächlich sein? Und das geht ja nur, wenn also in mir selbst eine Bewegung vorgeht. Soweit in der Logik der mechanistischen Philosophie. Also ist dieser Blutkreislauf etwas sehr Wichtiges, weil das ist eine Bewegung, die in uns vor sich geht und wir müssen beschreiben, wo sie herkommt. Und durch diese Bewegung kann eben anderes in Bewegung versetzt werden. Deshalb ist das so ein Knackpunkt zwischen diesen Worten. Und jetzt Hobbes bezieht sich jetzt auch auf Descartes und zitiert, also Descartes tut das auch schon. Beide beziehen sich auch auf William Harvey, ein Mediziner, ein englischer Mediziner zu der Zeit, der sich auch mit dem Blutkreislauf befasst hat. Und beide nehmen einfach seine Resultate und diskutieren sie und kopieren sie zum Teil und erwähnen seinen Namen nicht. Also doch, Descartes erwähnt den Namen in dem polemischen Teil, also wenn es darum geht, wo Harvey sich irrt. Aber wenn er Harvey einfach zitiert, dann fügt er das nicht an. Weil er, einfach aus dem Grund, dass diese Zitierregeln, die wir heute kennen, damals nicht galten. Also es gab sie nicht. Es gab auch nicht diese Verabredung über Redlichkeit in der wissenschaftlichen Arbeit. Es, sehr oft liest man bei Hobbes, ist doch egal, wer das geschrieben hat. Es geht ja um die Sache selbst und nicht über darum, wer es gesagt hat. Und das ist auch ein wenig, also vielleicht in diesem Streit auch mit den Aristotelikern seiner Zeit zu suchen. Denn diese haben den Verweis auf Aristoteles und die Scholastiker auch in einer Manier auch den Verweis auf die Bibel häufig eingesetzt, nicht um etwas nachzuweisen, was nicht aus ihnen selbst gekommen ist, was sie nicht selbst erfunden haben, sondern um sich Autorität zu sichern. Ja, zu sagen, mein Argument hat Gewicht, weil Aristoteles das ja auch sagt oder weil es in der Bibel so und so steht. Das ist quasi ein Teil, der Nachweis ist ein Teil der Beweisführung. Während jetzt diese anderen, die Denker der frühen Neuzeit, sagen, nee, es spielt keine Rolle, ob Aristoteles das gesagt hat oder ob ich das sage. Es geht darum, ob das wahr ist oder nicht. Also deswegen dieses sehr nachlässige Zitieren. Ich komme jetzt in den Text. Also, solange das Blut in der beschriebenen Weise umläuft, so lange lebt der Mensch. Solange aber das Herz seine zusammenziehende und ausdehnende Bewegung beibehält, so lange läuft auch das Blut um.
Woher aber hat das Herz diese Bewegung? Von irgendeiner Bewegung im Blut oder hat das Blut seine Bewegung vom Herzen? Bekanntlich hat das Kind, solange es im Mutterleib ist, die Bewegung des Herzens von der Bewegung des mütterlichen Blutes und sein Leben vom Leben der Mutter, mit der es verbunden ist. Es ist auch offensichtlich, dass es, sobald es den Mutterleib verlassen und einmal Luft eingeatmet hat, ohne Luft weiterhin nicht leben kann. Folglich hängt das Leben, das heißt die Bewegung des Herzens, von der Luft ab. Und demnach ist die Luft oder irgendwas, was mit der Luft eingesogen wird, die Ursache der Bewegung des Herzens. Was es nun aber auch immer in der Luft sein mag, wodurch das Herz bewegt wird, unter allen Umständen muss es zuerst das Blut bewegen. Denn die eingeatmete Luft geht durch die Luftröhre in das Lungengewebe und kann nicht anders in das Herz gelangen, als dass sie zuvor in die Arteria venosa, Pulmonalvenen, eintritt und so durch einen zweiten Blutlauf in das Herz gebracht wird. Und so bewirkt das, was in der Luft vorhanden ist und seine Bewegungen dem Blut mitteilt, die Diastole, Ausdehnung des Herzens. Daraufhin ergießt das Herz das Blut durch die Arterien und diese Bewegung heißt Systole, Zusammenziehung. Um nun zu erkennen, was dasjenige in der Luft ist, das durch seine Bewegung das Blut in den Adern bewegen kann, müssen wir erwägen, ob man in jeder Luft in gleicher Weise leben kann. Bekanntlich verhält es sich so jedoch nicht. Wenn die Luft reiner Äther wäre, so wäre sie homogen und man würde dann in jeder Luft in gleicher Weise leben. Ja, man würde vielmehr überhaupt nicht leben, da die reine Luft nicht imstande ist, das Blut so zu bewegen, dass daraus Systole und Diastole entstünde. Außerdem ist durch Versuche festgestellt worden, dass ein Mensch sich 6 Stunden auf dem Meeresgrund aufhalten kann, wenn er in eine Blase eingepresste Luft mitnimmt und diese sparsam einatmet. Hier beginnt jetzt also die Polemik an Descartes. Das wäre unmöglich, wenn die eingepresste Luft ganz rein wäre. Denn die einmal ein- und ausgeatmete Luft, mag sie auch noch so sehr abgekühlt sein, ist für das Leben ohne Nutzen. Also hier ganz klar die Zurückweisung von Descartes' Theorie, dass das erwärmt wird und wir die Luft brauchen, um das wieder abzukühlen. Er sagt hier, egal wie viel wir sie einkühlen, die einmal durchgeatmete Luft kann nicht mehr zum Atmen verwendet werden. Es befinden sich also in der Luft gewisse Teilchen, die wegen ihrer Kleinheit unsichtbar sind und die durch ihre natürliche Bewegung, die Bewegung des Blutes in den Adern und dadurch die Bewegung des Herzens bewirken. Wie im Meer das Salz, so befindet sich offenbar in der Luft irgendeinem Salz entsprechender Stoff, etwa eine Art Laugensalz, der durch das Einatmen in das Blut aufgenommen wird. Es bewegt und in Gärung versetzt, Venen und Herz ausdehnt und durch die Systole vermittels der Arterien sich auf den ganzen menschlichen Körper verteilt. Die Bewegung aber, die diese Teilchen haben müssen, kann keine andere sein als die, die wir... Ja, na gut, das ist nicht mehr relevant. Also hier sieht man jetzt, wie Hobbes hier schon quasi den Sauerstoff umkreist. Der ist noch 100 Jahre zu früh, also rund 100 Jahre zu früh, um zu wissen, was Sauerstoff ist oder um ihn zu entdecken. Aber mit diesem Vergleich, dass also irgendwie so etwas ist, dass da irgendwie gelöste Teilchen in der Luft sind, die wir also für diese Bewegung brauchen oder die wir in der Atmung brauchen, die wir dann auch verbrauchen, hat er schon spekulativ hier markiert. Ich lese das jetzt nicht vor, um zu sagen, dass Hobbes jetzt irgendwie Descartes überlegen wäre oder so. Nein, mir geht es um diese zum Teil ja, sehr seltsamen Vorstellungen. Mit denen kann man ja manchmal irren und manchmal ist man mit ihnen sehr nah an der Wahrheit dran. Und das vermischt sich jetzt beides. Also es vermischt sich die gute Erkenntnis mit naiven Vorstellungen. Ich möchte hier also nochmal von Hobbes De Homine etwas vorlesen, wo das
deutlich wird, was für absurde Vorstellungen sich auch in diese mechanistische Philosophie einmischen können. Also, ja, das ist jetzt die Homine Kapitel 1, Abschnitt 4. Die Entstehung des Menschen vollzieht sich ungefähr ebenso wie die der Pflanzen. Der Stoff der Pflanzen ist die Erde selbst. Diese wird durch die Wärme geweckt und dann durch die spezifische Bewegung des Samens zu der ihm zugehörigen Pflanzenart geformt. Ebenso ist bei der Entstehung des Menschen der Stoff des Fötus, das mütterliche Blut, das durch die zeugungsfähige Flüssigkeit beider Eltern bewegt und zu menschlicher Gestalt geformt wird. Also, es ist wieder eine ähnliche Frage hier, wie also beim Blutkreislauf. Woher kommt dieser Impuls? Wie kommt der Impuls für die Bewegung in uns, dass wir lebendig werden und in der Welt aktiv werden können? Und hier ist die wunderbare Antwort. Durch die Bewegung beim Zeugungsakt. Also durch die Bewegung beim Zeugungsakt tritt nämlich eine Gärung ein, sodass es zu einer Ausdehnung der Gefäße kommt und die zeugungsfähige Flüssigkeit, die ausgestoßen wird, in den weiblichen Boden eindringt, wo sie durch die ihm eigenen Bewegung das allmählich herabsteigende Blut zum Menschen formt. Ich gehe jetzt einfach kommentarlos weiter zur endlichen Beantwortung dieser Frage, also wie groß ist ein Atom, Mr. Hobbes? Und ich bin also auf diese Frage gestoßen in dem sehr, sehr schönen Buch Leviathan, die Luftpumpe. Ich habe es hier im englischen Original Leviathan and the Air Pump von Chapin und Schaffer. Diese beiden untersuchen eine Diskussion zwischen Thomas Hobbes und Sir Robert Boyle. Das ist Sir Robert Boyle quasi der Erfinder der experimentellen Chemie, die sich also beide jetzt nach diesen ganzen englischen Bürgerkrieg und also nach dem englischen Bürgerkrieg kehrt der König zurück und es entsteht so eine Zeit der Restauration, wo man versucht, wieder die alte englische Gesellschaft oder vielleicht eine neue, man weiß es nicht genau, aufzubauen. Und dort gründet also Robert Boyle die Royal Society, mit anderen Forschern, die alle sich dieser neuen Art von Wissenschaft verschrieben haben, die hauptsächlich Atomisten sind und auch eine sehr seltsame Mischung von Phantasma und Rationalität. Sie haben auch Alchemisten unter sich und haben sehr, sehr viel Interesse auch an Alchemie, sowohl Robert Boyle als auch andere in dieser Royal Society. Hobbes wird in diese Society nicht aufgenommen hat einige polemische Briefwechsel mit Robert Boyle. Und es geht dort vor allem um die Existenz von Vakuum. Weil also das Paradigma der Atomisten, auch der antiken Atomisten, war ja, es gibt auf der Oberfläche die Realität. Es gibt auf der Oberfläche die Realität, die wir wahrnehmen. Doch sie ist nicht real. Sie ist ein Spiel. Sie ist nur Schein. Hinter dieser Oberfläche und vielleicht zum Greifen nah, vielleicht nicht, wir wissen es nicht, liegt das Eigentliche. Und das Eigentliche sind Atome und nichts. Also sich im Nichts bewegende Atome, die also kein weder Sinn noch Zweck haben, sondern nur Bewegung. Und dieses versucht jetzt also, diese Art des Atomismus versucht jetzt in England Fuß zu fassen. Und Robert Boyle hat hier eine Technik entwickelt. Und diese beschreiben also Chapin und Schaffer wirklich sehr gut, also was die ganzen Facetten dieser Technik sind, was auch die theatralen Facetten dieser Technik des Experiments sind. Also das Experiment, er baut diese Luftpumpen und lässt sie sich bauen von Ingenieuren, die man auch hier jetzt sehen kann. Hier habe ich diesen, also das hier ist so eine Glaskugel und in diese Glaskugel kann man jetzt quasi Objekte legen und die wird mit Hilfe dieser Vorrichtung hier unten mit dem, das hier wird Receiver genannt und das hier Zylinder, wird aus dieser Glaskugel Luft rausgesogen und es wird also vor den Augen der anderen
der Zuschauer, die machen das wirklich so öffentlich in ihren akademischen Gebäuden, laden sie Leute ein, diese Leute müssen Eintritt zahlen und dann wird dieses Spektakel vor ihnen aufgeführt, wie Vakuum, was man zu der Zeit eigentlich angenommen hat, weil es eben auch von der aristotelischen Philosophie tradiert worden ist, dass das Vakuum nicht existiert. Dass also immer, wenn eine leere Stelle entstehen könnte in der Natur, ein Mechanismus greift, den die Aristoteliker Horror Vacui nennen, also die Angst vor dem Nichts. Die Natur hat Angst vor dem Nichts und gleich das, also sie verschließt es sofort. Also es kann, das Nichts kann es nicht geben. Und Robert Boyle und seine Royal Society haben jetzt dieses Spektakel und sagen, wir zeigen euch, dass es das Nichts doch geben kann und machen also diese Vakuumpumpe und machen dann verschiedene Experimente. Sie lassen da also zum Beispiel kleine Vögel ersticken oder andere kleine Tiere oder leiten erst theoretisch das Verhalten von bestimmten Objekten im Vakuum denken sie vor und dann beweisen sie es. Wir machen eine wirkliche Demonstration, bei der man zugucken kann. Und Hobbes ist von diesen Experimenten einfach überhaupt nicht begeistert. Er hat also auch diese Theorie, ähnlich wie der Aristotelismus, dass es in der Natur keinen leeren Raum gibt. Das ist eine plenistische Vorstellung von der Natur, hat er. Und dieser hat er in der Theorie des Äthers. Also der Äther ist so eine Art sehr dünne Luft. Luft ohne gelöste Teilchen, die also das ganze Universum erfüllt. Daraus entfacht jetzt dieser Streit zwischen Hobbes und den anderen Atomisten. Und Hobbes schreibt einen Dialog, den haben also Schapin Schaffer übersetzt und hier angehängt. Und in diesem Dialog unterhalten sich also zwei Intellektuelle und einer ist überzeugter Hobbesianer und der andere hat gerade so ein Luftpumpenexperiment gesehen und der Hobbesianer versucht ihn dann zu erzählen, warum er jetzt nicht Vakuum gesehen hat und was sonst an physikalischen Vorgängen da drin vorgekommen ist. Und da habe ich jetzt diesen kleinen Satz hier. So, also es geht jetzt um die Verbindung, wenn hier also von Two Surfaces die Rede ist. Es gibt ein Sucker genanntes Gummistück, was hier so zwischen dem Zylinder und dem Receiver irgendwo ist. Und das dichtet, wenn ich mich jetzt nicht irre, den Receiver ab, wenn die Luft abgelassen ist, dicht das ab, damit keine neue Luft dahin kommt. Und da schreibt jetzt Hobbes, finally, if any hard atoms get in between the edges of the two surfaces, pure air gets in that way, with however weak an endeavor. Und das hat mich also wirklich stutzig gemacht zu dem, dass ich dachte, wie stellt sich dann der gute Mann das vor, wie groß denn so ein Atom ist? Also das klingt hier wirklich nach einer Kieselsteingröße oder so. Als wäre es so ein Kieselstein und der lässt dann so ein bisschen eine Öffnung offen und dann kann doch Luft dahin da durchkommen. Genau, das brachte mich zu dieser Frage, aber die Beantwortung ist dann gar nicht so einfach. Denn erstens, Hobbes ändert seine Einstellung zum Atomismus. Das muss man hier also nachvollziehen zu etwas, was, also Korpuskularismus, das ist jetzt ein Begriff, den ich vor allem bei Thomas Kuhn gelesen habe. Er hat ein sehr gutes Buch geschrieben über die kopernikanische Wende. Das heißt, glaube ich, die kopernikanische Wende, wo er also versucht, diesen Umschlag von Aristotelismus zu einem neuen Weltbild, also ein nachkopernikanischen Weltbild zu beschreiben in Begriffen der Wissenschaftsgeschichte. Also er führt verschiedene Experimente auf und verschiedene Theorien und so. Und dort sagt er, dass dieses neue Bild eigentlich so eine Art Korpuskeltheorie ist, Korpuskularismus. Ich bin mir nicht sicher, wer wirklich diese Begriffe benutzt. Bei Hobbes lese ich viel häufiger Atom, aber von der externen Definition her müssten wir Hobbes vielleicht doch vom Atomismus dann wieder wegdenken zum Korpuskularismus. Und hier schreibt also Robert Kagan, der auch sein sehr gutes Buch geschrieben hat, Atomism in England, und beschreibt Hobbes Position, also bevor er der Corpore geschrieben hat, in this period, also vor der
Eta-Theorie in this period, Hobbes' theory of matter was the following. The universe emits of void space and matter. Also hier gibt es jetzt zu. Es gibt also void space. Überhaupt kein Widerspruch. All gross bodies are composed of small invisible subtle bodies whose varieties of motion accounted for the various physical qualities to be found in nature. Also ja, das ist also wirklich in diesem Bild könnte man jetzt wirklich Hobbes fragen, wie groß stellt er sich also diese kleinen Teile vor? Also sind sie wirklich, also ist das vielleicht eine naive atomistische Vorstellung, die überhaupt den Verhältnissen vom Maß, von einem ja, Scale des Universums einfach nicht gerecht wird. Also ist vielleicht eine Art schlechtes Wunschdenken, dass man die finden kann, aber das verändert sich ja jetzt. Ich zitiere jetzt aus De Corpore, wohin das dann also wandert. First, therefore, I suppose that the immense space, which we call the world, is the aggregate of all bodies which are either consistent and visible as the earth and the stars or invisible as the small atoms. Also das Wort benutzt er immer noch, die kleinen Atome. Which are disseminated through the whole space between the earth and the stars. And lastly, und das ist jetzt das Neue, was quasi der Corpore dazukommt, the most fluid ether, which so fills all the rest of the universe as that it leaves in it no empty place at all. Genau, also das eine ist, es ändert sich und das andere ist, über die kleinen Atome sind die Größenangaben einfach sehr ungenau. Es gibt nicht wirklich ein Maß, was angegeben wird, aber man kann indirekt daraus schließen, was für eine Vorstellung diese Menschen also von Atomen haben. Und wenn ich die jetzt näher ausführe, wird ersichtlich, warum das Argument, das ich mit diesen Atomen bringen wollte, nicht klappt. Ich habe Hobbes da einfach unterschätzt. Und sein imaginatives Instrumentarium ist vielleicht doch viel besser dazu geeignet, sich diese Größenvorstellungen zu machen. Also wenn es um Größe geht, ist fast nie absolut. Also es gibt keine Zahlen oder so, die er angibt. Aber es gibt etwas, was er viel bespricht, nämlich die Teilbarkeit von Sachen. Wie sind Sachen teilbar? Und da sagt jetzt Hobbes, die erste Stelle, die ich jetzt zitiere, er sagt ganz klar, dass quasi alle Maße immer teilbar sind. Aber, das muss man dazu wissen, hier auf Seite 100, da geht es eigentlich um Raum und Zeit. Also geht es auch um Raum und Zeitmaße, dass der Raum unendlich teilbar ist, also physikalisch ein Kontinuum bildet und die Zeit eben auch. Das ist nicht so strittig. Das widerspricht dem Atomismus ja nicht unbedingt. Aber ich lese erstmal. Rather to be taken in this sense. Whatsoever is divided into such parts as may again be divided. Was auch immer geteilt wird. Klingt sehr allgemein, aber es ist eben in dem Kapitel zu Raum und Zeit. Or thus, the least divisible thing is not to be given, or as geometricians love it. No quantity is so small, but a less may be taken, which may easily be demonstrated in this manner. Ja, also zumindest Raum und Zeit ist unendlich teilbar. Alles, was wir, ich habe die Demonstration jetzt weggelassen, aber diese Vorstellung können wir uns leicht machen, dass eben alle Längen, alle Messungen immer weiter teilbar sein müssen. Also zumindest als intellektuelle Operation, also als Operation des Denkens, also in unserer Computatio, wie jetzt Hobbes sagen würde. Aber wie verhält es sich jetzt in echt? Und da schreibt Hobbes jetzt auch etwas. Also gegen Ende jetzt in der Corpore, wo es jetzt um die Beschreibung der wirklichen Welt außerhalb von uns geht, da steht jetzt in magnitude. Some to be greater, others less, and many unspeakably little. For we must remember that by the understanding, quantity is divisible into divisibles perpetually.
Also man kann immer weiter unterteilen. And therefore, if a man could do as much with his hands as he can with his understanding, he would be able to take from any given magnitude a part which should be less than any other magnitude given. Also es ist eine Frage jetzt der Technik, eine Frage des Könnens und nicht eine Frage des Prinzips, Dinge zu teilen. Man kann sagen, ein Atom, auch ein kleines, auch ein unglaublich kleines Atom, ist teilbar, wenn wir eine gewisse Energie dafür aufwenden können und wenn wir Werkzeug haben, das dies ermöglicht. In einem ausgelassenen Teil, jetzt bei den Punkten, sagt er noch etwas, für Gott ist das natürlich alles möglich. Und deswegen haben wir auch sehr kleine Lebewesen. Und wir müssen es ja trotzdem vorstellen, dass auch diese kleinen Lebewesen so etwas wie Organe haben, vielleicht ja auch einen Blutkreislauf und so weiter. Es also wirklich noch mikroskopische Dinge gibt, die jenseits unserer Vorstellungskraft liegen, oder unserer gegenwärtigen. Und dann sagt er eben das, was die Frage jetzt erklären wird. Besides, there are now such microscopes commonly made that the things we see with them appear 100,000 times bigger than they would if we looked upon them with our bare eyes. Also jetzt gibt es schon Mikroskope, die also eine hunderttausendfachen Vergrößerung, zu einer hunderttausendfachen Vergrößerung in der Lage sind. Every one of those 100,000 parts might yet appear 100,000 times greater. Also stellen wir uns vor, dass also der menschliche Intellekt wächst, die menschlichen technischen Möglichkeiten wachsen und wir jetzt noch bessere Mikroskope bauen könnten, dann, und das ist jetzt die Vorstellung, könnten wir also diese tausendfache Vergrößerung nochmal um tausendfach unterteilen. Und das ist also jetzt müssen wir hier quasi die Stellung dieser Zahlen richtig einschätzen. Also heißt 100.000, ob es jetzt einfach rhetorisch sehr, sehr viel, oder bezieht er sich wirklich auf die Zahl 100.000? Und da daraus, wir sehen, dass wenn wir es so interpretieren, dass sehr, sehr viel bedeutet, erstmal die unendliche Teilbarkeit, also in schlechter Unendlichkeit Dinge immer wieder geteilt werden können. Kann immer und noch ein und noch ein und noch ein und noch ein. Und das illustriert das einfach 100.000 mal 100.000. Wir können jetzt auch sehr wörtlich daran gehen und kommen auf ein wirklich überraschendes Ergebnis. 100.000 mal 100.000 sind also jetzt peinlich, weil ich bestimmt falsch ausspreche oder intuitiv, aber ich glaube, das sind 10 Milliarden. 10 Milliardenfache Vergrößerung. Das können wir jetzt auch so schreiben, 10 hoch 10, also sind dann also ein 10 mit 10 Nullen, 10 Milliarden. Aber Hobbes gibt natürlich keine Einheiten, einfach nur eine Vergrößerung. Er sagt nicht Zentimeter oder Meter oder so. Gut, den Meter gibt es auch nicht, aber das ist ein interessanter Zufall. Wenn wir jetzt aber Meter einsetzen hier und sagen, und hier noch ein 10 hoch minus 10 hinschreiben, weil es geht ja um das Kleinere, nicht um das Große, also 10 hoch minus 10 Meter, und dann sind wir bei etwas angelangt, was die Recheneinheit von einem Angström ist. Ein Angström von 0,1 Nanometer. Und zufällig ist das recht genau der Durchmesser eines Wasserstoffatoms. Also des, also ich denke, des kleinsten Atoms, ja, des Atoms mit der geringsten Masse von Außenpunkt der Elektronenhülle bis Außenpunkt der Elektronenhülle. Das ist, also, dadurch funktioniert das Argument nicht, wie groß ist ein Atom, Hobbes. Natürlich müssen wir auch hier jetzt, also das bestätigt jetzt nicht Hobbes physikalische Theorie. Überhaupt nicht. Denn also das Bohrsche Atommodell hat ja ganz andere Voraussetzungen. Also quasi die harte materielle Masse im Atomkern macht ja wieder nur ein Hunderttausendstel oder ein Zehntausendstel, glaube ich, wenn ich die Grafik hier richtig deute, glaube ich, ein Zehntausendstel dieser gesamten Masse aus.
Also es ist wirklich sehr, sehr gering. Und was diese Elektronenhülle ist, das können wir in materiellen Begriffen irgendwie nicht so richtig fassen. Scheint irgendwie das Kleinste zu sein, was wir irgendwie jedem, das kleinste Teilchen irgendwie, was wir wahrgenommen haben. Ich bin selbst, also ich bin kein Teilchenphysiker oder so, ich bin hier Laie auf einem fremden Gebiet. Aber auch im Gedanken ist natürlich auch, also der Raum jetzt zwischen Atomkern und Elektron im Bohrschen Atommodell ein Vakuum. Also ist, wie gesagt, es ist jetzt kein Beweis irgendwie für Hobbes physikalische Theorie, eher im Gegenteil, aber es zeigt an, was für ein imaginatives Werkzeug Hobbes also zu der Zeit benutzt hat und wie er sich also diese Räume und Abstände vorstellen konnte. Wenigstens spekulativ, aber doch mit einigem Bezug dann zur Realität. Abschließend will ich hier noch ein Bild zeigen, also das auch aus der, also ist ein, das Bild selbst ist da so ein Stich von Gustave Doré, der hat erst viel später gelebt, aber es zeigt eine Szene aus Paradise Lost. Und Paradise Lost, das wurde eben von John Milton geschrieben, der ein Zeitgenosse von Hobbes war und der auch in gewisser Weise auch ein politischer Gegner von Hobbes gewesen ist, weil er in diesem Commonwealth unter Cromwell ein politisches Amt innehatte. Ich war Minister, glaube ich, für auswärtige Kommunikation oder so. Das hat er natürlich dann nach der Restauration der Monarchie dann nicht mehr ausgeübt, während Hobbes nach der Restauration der Monarchie zwar Probleme hatte, weil er einige Sachen ja behauptet hat, die Leute nicht gerne gehört haben, aber doch ein ganz gutes Leben, weil er nämlich einfach der Mathematiklehrer des Königs war deswegen nicht mit großen Problemen jetzt rechnen musste. Aber in Paradise Lost beschreibt John Milton den Fall Luzifers vom Himmel und wie also Luzifer dort aus dem Himmel fällt und durch seinen Fall die Hölle als Ort erschafft. Und das ist das erste Mal, dass in der englischen Sprache Space mit einem Capital Letter geschrieben wird, also mit einem großen S. Und diese Vorstellung entsteht, die wir vielleicht auch heute vom Weltraum haben. Also der Weltraum, wie es bei Star Trek ist, ja der Weltraum, unendliche Weiten. Und das eigentliche jetzt ein Bild, was John Milton benutzt. Und John Milton ist da beeinflusst von der kopernikanischen Wende, die also diesen Berechnungen, diesen ptolemäischen Berechnungen dann widersprochen hat durch ein anderes Modell und dann feststellt, dass die Fixsterne, das ist quasi dieses Phantasma, das die Aristoteliker hatten, dass hinter dem Nachthimmel greifbar, wie vielleicht manche naive Atomisten hinter den Erscheinungen greifbar die Atome stecken, dass hinter dem Nachthimmel oder hinter dieser Wolkendecke fast greifbar diese Fixsterne sind. Also dass es so nah ist. Und diese neuen Berechnungen von Kopernikus haben jetzt gezeigt, dass das einfach viel, viel, viel weiter ist, dass das Universum viel, viel größer ist, als wir uns das vorher vorgestellt haben. Und das reflektiert John Milton poetisch und erschafft diese Idee, dass also der Teufel, Luzifer, der ja auch irgendwie die Aufklärung repräsentiert und diesen Moment dieser hinausfahrenden Schiffe auf das Meer, dass er durch seine eigene Wucht diesen Raum erschaffen hat, in dem er jetzt leben muss, in seinem eigenen Pandemonium. Und so scheint das jetzt für Hobbes auch der Fall zu sein. Also durch diese Erfahrung der kopernikanischen Wende eröffnet sich für ihn ein neuer Raum, nicht nur ein Raum unendlicher Weiten des Universums, sondern auch ein mikroskopischer Raum, der zumindest potenziell, also zumindest nach unseren intellektuellen Spekulationen unendlich ist. Also es gibt jetzt nichts,
wenn man sagt, okay, hier muss aufhören, kleiner als das, geht es nicht. Genau. Das ist, wir sind schon ein wenig über der Zeit, deshalb bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr konntet ein wenig etwas mitnehmen hier raus. Wenn es zu irgendeinem Teil davon Kommentare gibt, bin ich sehr, schreibt mir also gerne eine E-Mail. Ich kann dazu gerne etwas sagen, auch wenn es Fragen zu Quellen gibt oder zu irgendeinem Teil von Hobbes Philosophie oder zu diesem intellektuellen Klima der frühen Neuzeit. Ich finde es schade, dass ich jetzt nicht dazu kommen konnte, eben zu erläutern zu können, was das jetzt für die Politik bedeutet, zumindest für Hobbes. Ich hoffe, das werde ich irgendwann nachholen können. Und ja, genau, verabschiede mich. Vielen Dank fürs Zuhören.